Willkommen bei Gartenfernsehen. Wir sind hier in einem wunderbaren Privatgarten in der Nähe von Neumünster in Schleswig-Holstein. Der gehört Frau Carmen Schatzig, Mitinhaberin von der Firma Schneckenprofi.de. Und das ist ein Garten, der ganz besonders jetzt im Frühjahr seine Reize zeigt. Und das liegt daran, dass Sie auch Liebhaberin sind von Zwiebelgewächsen. Ja, ich bin ganz große Liebhaberin von Zwiebelblumen. Jetzt sind wir im April und mein Herz gehört jetzt im April speziell den Narzissen. Man sieht ja, jeder von uns sieht ja oft in Zeitungen so schöne Bilder von großen Narzissenwiesen. Und es ist total einfach, sich selber so eine schöne Narzissenwiese anzulegen. Und ich habe das hier auf unserer Wiese einfach mal ausprobiert über die Jahre jetzt. Und jetzt ist auch schon eine ganz schöne Menge und Vielfalt an Narzissen zusammengekommen. Wie macht man jetzt eine schöne Narzissenwiese? Man geht im Herbst her mit einem großen Spaten und gräbt sich einfach so einen Viertelquadratmeter aus, legt die Narzissenzwiebeln rein und legt die Grasnarbe einfach wieder über. Das reicht schon. Was man dann bekommt, das sind so Art Blumensträuße, Narzissensträuße, die in der Wiese erblühen. Wenn man das lieber so haben möchte, dass vereinzelt Narzissen erscheinen, dann muss man halt für jede Zwiebel ein eigenes Löchlein graben. Wenn wir uns hier so umschauen, dann haben Sie Ihre Narzissen in kleinen Tuffs gepflanzt. Mhm. Das ist vielleicht eine der erfolgreichsten und schönsten Methoden, um eine Narzissenwiese anzulegen. Und Sie haben auch verschiedene Sorten nebeneinander gepflanzt. Ja, das ist mir ganz wichtig, um da Vielfalt reinzubringen und auch die Blühdauer ein bisschen über eine längere Zeit zu strecken. Als wir hier einzogen vor 10 Jahren, da hatten wir schon Narzissen im Rasen. Und zwar die typischen Osterglocken. Das sind die quietschgelben, relativ hohen. Die Sorte heißt Dutch Master, die kennt man eigentlich so als Narzisse gleich Osterglocke. Es gibt aber viel, viel mehr Sorten, über 20.000 Sorten Narzissen, so dass man da eigentlich ein bisschen genauer schauen kann, was die einzelnen Blumen für Vorzüge haben und wie die in die Gartensituation passen. Und das habe ich versucht. Ich habe speziell jetzt hier zu den Osterglocken botanische Narzissen hinzugepflanzt. Die sind insgesamt etwas kleiner, etwas zarter, werden auch nicht so intensiv gelb in der Blüte. Die gefallen mir persönlich eigentlich sehr gut. Und Sie haben hier den Garten etwas in einem Charakter eines Wildgartens angelegt, deswegen passen die botanischen Narzissen wahrscheinlich auch besonders gut da rein. Und als Hintergrund auch sehr spektakulär dann noch Magnolien. Ja, das ist richtig. Wir haben dort eine Sternmagnolie und hier eine Tulpenmagnolie. Normalerweise, wenn das Frühjahr warm ist, blüht die Tulpenmagnolie ein bisschen später als die Sternmagnolie. Wenn das Jahr erst spät warm wird, blühen beide zugleich. Das ist natürlich besonders hübsch. Und diese Magnolien passen hier besonders gut in den Garten, weil Sie sie auch breit haben ausladen lassen. Also sie sind nicht so geschnitten, dass die Stämme freistehen. Und das unterstreicht nochmal diesen natürlichen Charakter. Das ist richtig. Das kommt natürlich auch, wenn die Bäume 60, 70, 80 Jahre alt sind, dass sie dann diesen knorrigen, urwüchsigen Charakter bekommen. Klar. Aber man kann mit Schnittmaßnahmen auch natürlich beeinflussen, in welcher Form der Baum weiter wächst. Ja, Frau Schatzig, Sie haben hier eine große Auswahl von verschiedenen Narzissensorten. Gibt es da auch eine drunter, die Ihre Lieblingssorte wäre? Ja, zwei Sorten sind meine Lieblingssorten. Die eine Sorte, das sind die Dichternarzissen. Die sind aber später, die blühen dann erst im Mai. Aber jetzt haben wir die Thalia, das ist die sogenannte Engelstränen-Narzisse. Die ist da vorne neben unserem Brunnen gepflanzt. Und an der finde ich halt so besonders reizend, dass sie rein weiß ist. Das finde ich schön, wenn gar kaum ein Hauch von Gelb drin ist, dass sie sehr grazil wächst und dass an einem Blütenstängel auch mehrere Blüten sich entwickeln. Also ich liebe die wirklich sehr und ich mag es auch zum Beispiel sehr gerne, wenn die zusammen mit dem blauen Gedenkemain blühen, weil das so einen frischen Frühlingsaspekt ergibt, dieses reine Weiß mit dem sehr klaren Blau zusammen. Und als wäre es hier eine eigene Bühne für diese weißen Narzissen, stehen sie etwas erhöht und wie bei allen weißen Blüten kommen sie von einem dunklen Hintergrund noch viel stärker zur Geltung. Und da hinten haben Sie auch noch einige Farbe mit in das Beet hineingebracht. Ja, das sind die gelben Gemswurzen. Das sind ja die ersten Staunen eigentlich, die so richtig üppig im April schon früh herauskommen aus dem Boden und Farbe geben. Und dazu finde ich es persönlich jetzt auch besser, hellere Narzissen zu pflanzen und keine gelben, weil sich die Pflanzen dann gegenseitig Konkurrenz machen würden. Was wir in dem Beet auch sehen, was ich da auch reingesetzt habe, das sind die Kaiserkronen. Kaiserkronen gehören zu meiner zweiten großen Leidenschaft, das sind die sogenannten Fritillarien. Und diese Kaiserkronen gibt es eigentlich in drei großen Farbrichtungen, sehr gelb, sehr orange und sehr rot.
Und die sind auch immer schön zusammen mit den Gemswords zu setzen. Und wenn man die Szenerie halt ein bisschen abdämpfen, ein bisschen abmildern will, kann man hellgelbe oder weiße Narzissen dort auch dazu pflanzen. Ja, dieser Kaiserkrone sagt man ja nach, dass sie auch vor Wühlmäusen schützen soll. Vielleicht, weil sie so sehr stark nach obergärigem Bier riecht, jedenfalls ist das mein Eindruck. Tatsächlich ist es so, dass ich in ganz vielen Beeten, speziell da, wo Tulpen stehen, viele Wühlmäuse hier im Garten habe. Und dort, wo die Kaiserkronen stehen, keine. Das mag jetzt Zufall sein, mag aber auch damit zusammenhängen, dass sie tatsächlich die Zwiebel und die ganze Pflanze so einen Odeur ausstrahlt, dass die Wühlmäuse da Reis ausnehmen. Wühlmäuse sind natürlich auch gefährlich für viele andere Zwiebelpflanzen, vor allen Dingen für Tulpen, lieben sie ganz besonders, aber ihre Narzissen bleiben verschont. Ja, das ist ja auch das Tolle an den Narzissen. Die senkt man in die Erde und dann braucht man sich eigentlich fast gar nicht mehr um die zu kümmern. Ich dünge meine noch nicht mal. Also es wird häufiger empfohlen, dass man die Narzissen von Zeit zu Zeit düngt mit einem speziellen Blumenzwiebeldünger, aber ich mache das eigentlich nie und sie kommen seit Jahren, seit Jahrzehnten mittlerweile immer wieder raus. Es gibt aber auch eine wissenschaftliche Untersuchung von der Fachhochschule Höxter. Die haben untersucht, welche Sorten in der Sonne und welche Sorten im Schatten sich am besten verwildern lassen, also welche über Jahre immer wieder kommen. Und wenn einem das wichtig ist, wenn man große Bestände sich anschaffen möchte, wäre das schon mal praktisch, sich diese Liste anzuschauen. Die gibt es übrigens bei uns im Schneckenprofi zum Download. Das habe ich mal für unsere Kunden zusammengestellt, um dann gezielt die Sorten auch entsprechend auszusuchen. Und das funktioniert auch tatsächlich gut. Narzissen werden ja meistens so in einem Wieseneinsatz verwendet, weil sie sich auch gut für alle Gärten anbieten, die einen etwas wildartigen Charakter haben. Aber wir haben gesehen, Sie haben die Narzissen auch in einem Beet bei Ihnen vor dem Haus eingesetzt. Ja, genau. Wenn Sie wollen, gehen wir mal kurz hin, dann zeige ich es Ihnen. Schauen wir uns gerne an. Ja, liebe Zuschauer, und weiter gleich im zweiten Teil mit mehr Inspiration aus diesem Frühlingsgarten, der an einem holsteinischen See liegt. Und zudem übrigens auch diese zwei schwarzen Schwäne gehören.